denke, ihr wisst alle, was das hier ist. Das ist ein Blasenzähler, den man in eine CO2-Anlage einbauen kann. Damit kann man also sehen, wie viel CO2 von seinem Druckminderer, von der CO2-Anlage ins Aquarium geleitet wird, indem man die Bläschen zählt, die hier drin aufsteigen. Lustigerweise war eins meiner allerersten Videos hier auf diesem YouTube-Kanal genau ein Video zu so einem Produkt. Und zwar mit der durchaus zu dem Zeitpunkt eher reißerischen Meinung, ich habe das Ganze später nochmal so ein bisschen relativiert, aber mit der auch immer noch bestehenden Meinung, dass das als Messinstrument für die Zugabe von CO2 doch irgendwie ein bisschen sinnlos ist. Denn das Problem ist, woher weiß ich dann, dass die Blasen, die da drin aufsteigen, gleich groß sind? Denn ich kann ja 10 Blasen pro Minute zählen, schön und gut, aber was, wenn mit einem anderen Blasenzähler diese Bläschen auf einmal doppelt so groß sind wie die Bläschen bei dem ersten Blasenzähler? Dann gebe ich ja de facto die doppelte CO2-Menge rein oder sogar noch mehr, weil es ist ja eine Kugel und wenn sich das Kugelvolumen, also ne, wenn sich der Durchmesser verdoppelt, dann ist das Volumen ja nochmal deutlich größer. Dann habe ich viel mehr CO2, obwohl ja die Zahl der Blasen gleich ist. Und das ist eins der Hauptkritikpunkte, die ich an Blasenzählern habe. Sie sind halt nicht verlässlich als Messinstrument, weil jeder Blasenzähler wird unterschiedlich große Blasen produzieren und außerdem ist die Blasengröße unterschiedlich, je nachdem wie viel Druck an so einem Ding dran liegt. Wenn ich also meine CO2-Anlage nur ganz leicht aufgedreht habe, dass hier jetzt vielleicht so 5 Blasen pro Minute durchkommen, dann sind diese Blasen kleiner, als wenn ich meine CO2-Anlage voll aufdrehe, mehr Druck dran liegt und die Blasen in sehr schneller Folge hier durchgepustet werden, dann sind nämlich die einzelnen Blasen größer. Und auch das ist ein Problem. Und dann noch das finale Problem sozusagen. Wenn ich sehr große CO2-Mengen brauche, weil ich ein sehr großes Aquarium habe, dann kann ich die überhaupt nicht mehr zählen. Dann rattern die Blasen so schnell hier durch, dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage bin, die irgendwie sinnvoll zu zählen. Und das Einzige, wozu mir so ein Blasenzähler dann im Endeffekt dient, ist mir zu zeigen, läuft meine CO2-Anlage, ja oder nein. Das war es dann aber auch. An dieser Stelle kommt jetzt etwas zum Tragen. Naja, also an dieser Stelle kommt das hier zum Tragen. Das ist ein neuartiger Blasenzähler von JD Aquatech. Zu JD Aquatech habe ich ja schon mal ein Video gemacht über die CO2-Reaktoren. Das sind ja tatsächlich mittlerweile sehr beliebte Geräte, die eine sehr, sehr hohe Auflösungsleistung von CO2 ermöglichen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das CO2 komplett unsichtbar gelöst wird. Also auch nichts an CO2-Nebel oder so aus dem Auslass des Filters rauskommt, was bei einem Inline-Diffusor ja immer noch der Fall ist beispielsweise. Ganz tolle Dinger, benutze ich auch wieder an meinem 100p tatsächlich. Zusätzlich benutze ich jetzt dieses Ding auch an meinem 100p. Oder nicht genau das gleiche Ding, sondern eine etwas kleinere Version. Das ist der JD Aquatech Kugelblasenzähler. Das Ding heißt Kugelblasenzähler, weil da eine Kugel drin ist. Und das ist die 10 Milliliter Version und es gibt auch eine 5 Milliliter Version. Und die habe ich jetzt eben bei mir am 100p auch verbaut. Was das Ding jetzt können soll, ist genau diese ganzen Kritikpunkte, die ich gerade aufgeführt habe, für einen klassischen Blasenzähler ausmerzen. Und das ist ein hehres Ziel. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das tatsächlich der Fall ist. Bevor wir aber weiter in das Video einsteigen, der Disclaimer einmal vorweg. Ich habe sowohl die Blasenzähler als auch ein Honorar für dieses Video bekommen, um den Arbeitsaufwand zu kompensieren, den ich damit habe, so ein Video zu erstellen und euch das Ganze hier vorstellen zu können. Um die Funktionsweise sinnvoll erklären zu können von einem Teil, ist erstmal wichtig zu verstehen, wie er aufgebaut ist. Wir haben also einen Kunststoffzylinder, unten kommt CO2 rein, oben kommt das CO2 wieder raus. Das ist in der Mitte, ist dann der Blasenzähler. Hier kann man es auch so ein bisschen sehen. Das ist natürlich dieses Element, wo die Blasen dann aufsteigen. Klar, dann haben wir innen drin einen losen, also der ist verschiebbar, einen losen Kunststoffzylinder, der an der einen Seite zwei Bohrungen hat. Ja, da sind zwei Löcher drin und der oben von einer Metallkugel verschlossen wird. Und das ist halt auch der Trick. Also ne, wenn ich es jetzt umdrehe, man sieht hier sowohl die Kugel als auch dieser Zylinder fallen einzeln raus. Und das ist wichtig, um die Messung wiederholen zu können. Das ist sozusagen der Reset. Das Ganze wird vertikal eingebaut. Es muss also so eingebaut werden, dass halt unten CO2 reinkommt, oben kommt das CO2 wieder raus. Die Kugel verschließt diesen internen Messzylinder. Das ist also die Einbaurichtung. Und wenn ich dann meine Messung erneut machen muss, dann kann ich das ganze Ding einfach schütteln und dann entweicht mein CO2, was hier drin gefangen wurde, und ich kann die Messung von neuem machen. Was nämlich jetzt passiert? Dieses Ding wird komplett mit Wasser gefüllt.
Dazu könnt ihr das Teil tatsächlich einfach nehmen wie so ein Strohhalm und ne, da dran ziehen, während das gerade in so einem Glas mit Wasser gehalten ist oder so. Und ihr füllt das Ding komplett mit Wasser. Das ist also überhaupt kein Problem. Könnt ihr im Aquarium machen, könnt ihr mit Leitungswasser machen, das ist ziemlich egal. Auf jeden Fall muss das Ding einmal komplett mit Wasser gefüllt werden. Dann kommt unten der Schlauch von der CO2-Anlage dran, also Druckminderer, dann falls vorhanden Magnetventil, dann ein Rückschlagventil und dann geht es hier rein. Das ist also der klassische Aufbau. Und oben geht dann der Schlauch ab, der zu eurem Zugabegerät führt. Zu einem Inline-Diffusor, zu einem Diffusor im Aquarium, zu einem Reaktor, was auch immer. Ne? Das geht also hier oben raus. Das Ding ist jetzt komplett voll mit Wasser. Diese Kugel verschließt diesen inneren Messzylinder. In diesem Messzylinder wird das CO2 eingeleitet. Das kommt hier unten raus und steigt in diesem Messzylinder auf. Das heißt, es sammelt sich unter der Kugel. Die Kugel ist so schwer, dass sie vom CO2 nicht hochgedrückt wird. Das heißt, unterhalb dieser Kugel sammelt sich jetzt CO2 an und das sieht man, weil das CO2 ja das Wasser verdrängt. Das heißt, in diesem inneren Messzylinder sieht es so aus, als würde da eine Luftblase entstehen. Ist halt nicht aus Luft, ist aus CO2. Ne? Aber es entsteht halt ein Bereich, der frei ist von Wasser. Das Wasser wird sozusagen nach unten hin verdrängt, weil hier an der Seite ja dieses kleine Löchlein ist, wo das Wasser raus verdrängt werden kann. Und dann wird das Ganze nämlich so weit verdrängt, bis das CO2 an diesem Loch ankommt. Und da sehen wir nämlich auf der anderen Seite, da ist genau unsere Messmarkierung, in diesem Fall für 10 Milliliter oder eben, wenn ihr den kleineren Blasenzähler nehmt, für 5 Milliliter. Und die CO2-Menge wird jetzt halt nicht bestimmt durch die Anzahl der Blasen, die hier rausgekommen ist, sondern durch die Zeit, die es braucht, um diese Messmarkierung zu erreichen. Also um die Zeit, die es braucht, um 5 oder 10 Milliliter CO2 hier reinzupumpen. Und das ist nämlich unsere neue Messgröße, die Zeit, und nicht mehr die Blasengröße, weil über die Zeit gerechnet und das gepaart mit dieser Messstatistik, mit dieser Messvorrichtung, die ich hier habe, ist mein Wert halt immer identisch. Wenn ich die Zeit weiß, dann kann ich meine CO2-Anlage darauf einstellen, diese Zeit wieder zu erreichen, wenn ich das Ganze tausche und ein neues Aquarium habe, was größer, kleiner, wie auch immer ist. Und dann weiß ich, ich habe wieder die gleiche CO2-Menge wie vorher, die natürlich auch vom Volumen abhängig ist. Und an dieser Stelle wird es auch insgesamt ein bisschen kompliziert, deshalb blende ich euch jetzt hier einmal eine Übersichtstabelle ein. Das ist eine Übersichtstabelle von JD Aquatech mit Richtwerten, was die Zeiten angeht, die benötigt werden sollten, um den entsprechenden Blasenzähler hier zu füllen. Der Unterschied zwischen den beiden ist tatsächlich einfach nur die Menge, die dort reinpasst. Und das bedeutet, der größere Blasenzähler macht bei sehr großen Aquarien Sinn, weil es halt leichter ist, die Zeit zu messen, wenn ich 10 Milliliter messe statt 5 Milliliter. Die 5 Milliliter sind halt bei sehr großen Aquarien und sehr hohen CO2-Mengen sehr schnell voll. Und dann ist es ein bisschen schwierig, diese kurze Zeit, weil dann sind so 4, 5, 6 Sekunden, das sinnvoll zu messen. Und dann nehmt ihr lieber den großen, womit ihr dann nämlich auf einmal wieder 10, 15 Sekunden Zeit habt, um das Ganze zu messen. Das ist der einzige Unterschied. Wie gesagt, ich benutze bei mir am 100p den kleinen, den 5 Milliliter. Und eigentlich erst so ab 500 Liter macht es wirklich Sinn, den großen zu benutzen. Einen Einfluss auf die CO2-Zugabe an sich haben die nicht. Das heißt, ich kann auch ein 2000-Liter-Becken mit dem 5-Milliliter betreiben und ich kann auch ein 60-Liter-Becken mit dem 10-Milliliter betreiben. Das ist einfach nur der Unterschied, wie lange es dauert, um das Ding voll zu machen und wie leicht fällt es mir dann als Benutzer, das zu messen. Der kleine hiervon kostet 20 Euro, der große kostet 30 Euro, also preislich ist das auch alles voll okay. Man kriegt dafür halt wirklich ein großes Gerät, ne? Also das ist natürlich hier auch schon ein Punkt, das ist bei den Reaktoren natürlich genauso. Das Ding gewinnt natürlich keinen Schönheitspreis und keinen Preis für das geilste Produkt an einem super edel durchgestalten Aquascape. Das soll halt im Unterschrank verschwinden und es soll leicht ablesbar sein. Ne? Also das sind halt die Punkte und es ist halt kein Clearglas, minimalistisches Design. Das ist nicht das Ziel von dem Ding. Und das ist auch okay, das muss es nicht sein. Man kriegt dazu noch so eine Wandhalterung dazu, die man sich halt schön in den Schrank schrauben kann, so wie ich das auch gemacht habe. Und da kann das Ganze dann eben drin sitzen und dann eingehakt werden und dann hängt es eben an der Wand vom Unterschrank und sieht da halt vernünftig aus und man kann relativ gut die Sachen lesen. Und wie gesagt, wenn man dann die Messung wiederholen muss, denn wenn das Ganze erstmal gefüllt ist, dann kommt ja das CO2 hier an der Seite raus und dann geht das CO2 ja auch hier in diese obere Säule rein und am Ende dann natürlich auch aus dem Blasenzähler raus und dann in euer Zugabegerät. Das heißt, dann wird das CO2 ja auch einfach zugegeben. Wenn ich jetzt meine Messung mal wiederholen muss, weil ich aus Versehen an meiner Anlage was verstellt habe, weil ich wie gesagt anderes Aquarium habe, anderes Volumen und so weiter, dann nehme ich das Ding einfach kurz aus seiner Haltung raus, schüttel es einmal, dann ist nämlich alles wieder komplett mit Wasser gefüllt, weil dann diese Luftblase, diese CO2-Blase, die sich hier gebildet hat, rausgetrieben wurde, weil ja meine Kugel gelöst wurde. Jetzt ist halt die Kugel los und dann kommt das CO2 natürlich raus. Und dann
fängt die Messung halt einfach von neuem an. Und das kann ich natürlich beliebig häufig wiederholen, wenn ich irgendwas neu messen muss. Wenn ich die Richtwerte von der Website und von der Tabelle jetzt vergleiche mit einem Dauertest, dann lande ich halt bei einer 20 Milligramm pro Liter Flüssigkeit auf so einem Wert, der halt so ein dunkles Grün erreicht. Das heißt, die Werte auf der Website sind aus der Sicht des Aquascapings ein bisschen konservativ, was aber natürlich auch als Herstellerempfehlung natürlich sehr sinnvoll ist, da jetzt keine Werte anzugeben, wo wir dann irgendwie bei 30, 40 Milligramm direkt landen, die halt theoretisch für einige Tiere bereits problematisch sein können. Sondern da will man als Hersteller natürlich auch mal auf Nummer sicher gehen. Und deshalb das nur einmal so als Vergleich, damit ihr da so diese Übersetzung habt von diesen Milliliter-Angaben, mit denen wir halt im Aquascaping ja normalerweise nichts zu tun haben, zu der Milligramm-Angabe, die uns der Dauertest anzeigt. Also bei den 5 Millilitern, wenn ich mich da jetzt an die Angabe aus der Tabelle halte, für meine Aquariengröße, für meine 160 Liter, dann lande ich halt bei einem dunkelgrünen Dauertest. Das heißt, ich für mich persönlich habe bei mir im Aquarium diese Angabe, die mir da genannt wurde, diese Zeitangabe um so 10 bis 15 Sekunden unterschritten, also mehr CO2 zugeführt, damit sich meine Kammer schneller füllt und komme damit dann jetzt auf so ein schönes hellgrün, gelbgrün, wie ich das immer haben möchte, für meine 20 Milligramm pro Liter Indikatorflüssigkeit. Wenn man halt eine 30er nimmt, dann will man das eventuell noch einen kleinen Zacken höher schrauben, aber seid da natürlich entsprechend vorsichtig und macht im Zweifelsfall eine Messung zu viel als eine zu wenig. Insgesamt also wirklich ein durchaus interessantes, wirklich innovatives Produkt. Wie halt auch die Reaktoren, das ist nichts, was man vorzeigen möchte, sondern ganz klar klassische Technik für den Unterschrank. Aber da macht sie halt schon Sinn. Und ich meine, ich habe das jetzt bei mir ja alles tatsächlich einmal komplett verbaut in meinem 100p. Also sowohl den JD Aquatec Reaktor als auch jetzt den JD Aquatec Kugelblasenzähler. Das alles verbunden mit meinen Silikonschläuchen. Das sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen, ja. Also da kann ich mir einen schlimmer aussehenden Unterschrank vorstellen. Und es ist halt wirklich sehr wertig. Also natürlich ist das alles PVC und Kunststoff und Plastik, ne, und kein Edelstahl und kein Glas. Aber es ist trotzdem sehr wertig gebaut und man hat halt was in der Hand und kann damit halt auch vernünftig Dinge einstellen. Das ist bei den Reaktoren mit dem Bypass ja auch so. Man hat diesen großen Kugelharren und kann da wirklich schön sauber Sachen einstellen. Und hierbei auch, ich muss es halt nur einmal schütteln, kann meine Messung wiederholen. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, das auch wirklich gut unter Kontrolle zu haben. Das ist manchmal vielleicht etwas, was man einer sehr filigranen Glasfiole vorziehen möchte. Je nachdem, was man natürlich verfolgt mit seinem Aquarium.